Er ist unterwegs. Auf zum Treffpunkt. Ha! Geschafft! Mir nach. Er sollte da drin sein. Muss das nur aufkriegen. Da ist er. Na gut. Mal sehen, ob ich das aufbekommen kann. Dad, alles okay? Mir geht's gut, aber ihr? Ihr müsst hier verschwinden. Wir holen dich hier raus, Dad. Ich bin unwichtig. Rettet euch selbst. Wir verlassen dich nicht. Ich könnte das Combine-Portal umprogrammieren, sodass es uns rausholt. Bloß wo könnt ihr hin? Ich sprach mit Dr. Kleiner. Sein Portal war fast wieder bereit. Wenn er es repariert hat, kommen wir dorthin. Wenn nicht... Schlimmer kann es wohl kaum kommen. Das ist zu riskant, Alex. Hör auf mich. Geh, solange du noch kannst. Wir gehen hier nicht ohne dich weg. Ende. Wir müssen auch Judith retten. Keine Sorge, Dad. Wir finden sie. Jetzt schicke ich dich erstmal zur Teleporterkammer. Das ist kein Lebwohl, Dad. Wir treffen uns dort. Das weiß ich auch. Ich treffe euch dort, ja? Lass uns gehen. Ja gut. Hier drüben. Ich gehe zur Sicherheitsstation zurück und versuche, über dein Funkgerät mitzuhören. Warte, bis du mich hörst. Hey, pass auf dich auf. Mal sehen, ob ich dir den Weg freiräumen kann. Sieh dich auch nach Dr. Mossman um. Ich bringe dich so weit wie möglich durch das Gefängnis, dann komme ich nach. Moment, mal sehen, ob ich das Tor nicht irgendwie aufbekomme. Okay, geschafft. Sensoren in dem Gebiet vor uns.
Ich kümmere mich um das Tor. Sekunde. Okay, geschafft. Oh, schau auf den Bildschirm. Da ist jetzt noch ein Kontrollraum vor dir. Scheint immer noch besetzt zu sein. Schätze, es kommen noch ein paar Soldaten zu dir. Sollten ein paar Geschütztürme dort sein. Ich kann mich einhacken und sie gegen den Feind einsetzen. Stell dich auf Kontrollraum Verteidigung. Warnung. Bösartige Virenstelle entdeckt. Mehrphasenkernprogrammierung entdeckt. Sterilisatoren und Hemmfelder eventuell beeinträchtigt. Kontakt mit Hauptziel bestätigt. Ich kann die Felder von hier nicht abschalten. Ich komme zu den Überflugs dort. Da kommen etliche Soldaten rein. Halt die Stellung, bis ich bei dir bin.
Hat leider länger gedauert. Schön, dass du okay bist. Mal sehen, ob wir Dr. Mossman finden. Über diese Station scheint der Zugriff leichter zu sein. Da ist sie. Augenblick. Wie hart? In deinem Gebiet. Deswegen rufe ich nicht an. Was hat sie vor? Wir hatten versprochen, Eli in Ruhe zu lassen. Oh mein Gott. Die Soldaten waren etwas übereifrig. Sicher, aber wir konnten ihn nicht gehen lassen. Besonders da Gordon Freeman nicht zu fassen ist. Hätten Sie auf mein Signal gewartet, hätten Sie jetzt Freeman. Wir waren uns nicht gerade sicher, ob das noch passieren würde. Menschliches Blut ist dicker als Wasser. Dr. Breen, wie ich bereits sagte, Sie können Elis Zustimmung nicht erzwingen. Sie müssen ihn selbst... Ich kenne Dr. Vance viel länger als du, Judith. Deine Gefühle für ihn haben dich wohl geblendet. Gefühle? Mit Gefühlen hat das nichts zu tun. Fakt ist doch, dass wenn Eli Vertrauen hat in unser... Da gibt es nichts zu besprechen, Dr. Mossman. Bitte, Dr. Breen. Bedauere, Judith, ich habe keine Zeit. Das glaube ich nicht! Auf geht's, Gordon, jetzt muss es wirklich schnell gehen. Geh schon voraus, ich knacke die nächste Sicherheitsstufe und komme danach, sobald ich kann.